Palme, Bruder. Siehst du diese? Ist das Palme eigentlich? Guck jetzt, ab heute, bei Challenges, ich stelle mich auf Stuhl, ich mache so. Wegen Haare, Palme. Hier ist, bei meiner Seite ist Infinite. Man sieht ihn gerade nicht, der ist beschäftigt. Und ja, der ist auch sehr müde nach seinem Auftritt. Der ist am Schlafen, wie man sieht. Aber das machen nur Macher. Hassen. Was hast du da gerade gemacht? Wallah Billah. Wallah, was hast du da gerade gemacht? Mein Brakala. Mein Brakala. Ich habe 1% von dieser Schicht gegeben. Meine Mutter, ey. Aber ich kann schon. Jungs, mal, einmal, Wallah, gib dir mal Props. Wallah Billah. Auf jeden Fall, Leute, mein Handy verloren. Er hat sein Handy verloren, Allah. Aber jetzt weiß ich, wo mein Handy ist. Sobald ich das wieder in der Hand habe, bin ich wieder komplett motiviert. Weil ohne mein Handy habe ich keinen Text. Mein Handy ist alles. Das ist meine Seele. Mein Handy bin ich. Ich bin mit meinem Handy verbunden, körperlich. Deswegen brauche ich mein Handy. Was geht, mein Bruder Ivo? Heute machen wir wieder eine neue Folge von Rühreier. Heute machen wir richtig lecker Rührei. Ja, guck mal, da vorne ist Hackfleisch, ne? Bisschen Gewürzmehl, Curry Mary. Jeder, der kennt das auch. Curry. Wir sind alle Sri Lanka, damit du Bescheid wisst. Damit, dann kannst du mir diese Fleischbrühe geben. Ne? Fleischbrühe? Alles gut, mein Gott, ich esse alles. Bruder, der hat gar keine Eier. Der ist einfach. Oh, Freunde, wir haben uns jetzt offiziell rasiert. Voila, Kali ist raus. Aber egal, ich habe wieder einen Baba-Abgang gemacht, würde ich sagen. Check Taptap ab, das wird alles erwähnt. Hart, aber fair, ich habe gepatzt leider ein klein bisschen. Und aber dieser Song für One Take, würde ich sagen, auf jeden Fall trotzdem Baba gemacht. In der Sonne, unter den Umständen, wir sind alle K.O., Wallah. Aber egal, bis jetzt Baba Leistung gemacht. Deswegen, Wallah, ich küsse alle eure Augen. Checkt ab, unterstützt mich. Zeigt Liebe. Ihr wisst, ich zeige auch Liebe. Wenn ihr keine Liebe zeigt, dann ich zeige keine Liebe. Aber ich würde auch sagen, das war's auch mit Icon. Vielleicht so Icon 24, so 19 Jahren. Ich habe mit Fernand gesagt, wenn Icon 24 ist, 19 Jahren, sind wir so 40 Jahre alt, weißt du, was ich meine? Und dann kommt kein Stein in 2.0. Wir haben viele Sachen vorbereitet. Wenn das Mond nicht mehr scheint, werden wir zu Bandoleros, Bandoleros. Rasha! Was machst du hier, Bruder? Wie geht's dir? Rasha, das ist der beste Mann von ganz Icon 5. Mit schönsten Herz. Ich schwöre auf alles. Das ist dein Herz, Bruder. Wallah. Was machst du hier, Bruder? Bisschen Chai trinken, runterkommen, Bruder. Unser neuer Superstar, Azu. Azu ist da und ist ein Superstar. Ah, dribbelt sich durch wie Zubasa. Du bist zu krasser Fußballer, aber du kannst nach Hause gehen. Aleikum salam. Ab nach Hause mit dir, du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. Tee und Red Bull trinkt man so. Tee trinke ich so. Was ist los hier, Ossi? Wenn ihr was habt, könnt ihr mir das ruhig sagen, Bruder. Weißt du, schmeißt dich so, Bruder, schämt euch nicht. Wallah, ich bin ein Herzensmensch. Wenn was ist, Wallah, redet. Und Red Bull trinke ich so. Mit Kennern in Duisburg, Bruder. Ich bin mit Kennern in Duisburg. Bruder, immer schräg. Schräg. So, dann läuft eine hübsche Frau vorbei, dann mach ich so. Aber ihr müsst langziehen. Was geht? Und dann sagt, ich habe einen Freund. Und dann fangen wir an zu beleidigen und wenn ein Kollege fragt und hast du die geklärt, dann sagen wir, Bruder, nein Mann, die ist eh hässlich. Jetzt,
Bruder, die war eh hässlich. Ich hab so aus Spaß gesagt, Bruder. Die war eh hässlich, guck mal. Nein, Spaß. Ich will eigentlich eine Frau, die mich liebt. Wollte ich alleine zu Hause sein, eine Frau, die mich liebt, mit Musik erfolgreich sein. Am besten, boah, wie viele Kinder will ich haben, ja? 2 oder 3. Weil wenn ich 2 Kinder habe, ist so ein dritter würde fehlen. So ein kleiner Wissig muss da sein, Bruder. Ein kleiner Wissig. Ich hab das nie getan, Alter. Du hast das nie gesehen, was ich hier mache. Also Jungs, wenn ihr mal kein Feuer habt, also ihr solltet auf jeden Fall sowieso, Jungs und Mädels, eh nicht rauchen. Aber wenn kein Feuer da ist, der Toaster hilft. Setz dich mal hin, Bruder Walla. Der hat vorhin Stuhl im Pool geschmissen. Die Leute haben den auf Insta gescreent, also die haben ein Video davon gemacht und haben das BZ geschickt. Der BZ hat mich gefragt, ob ich was so gesehen habe. Ich dachte, Bruder, ich kann mich nicht daran erinnern. Aber was hast du mir gesagt? Warte, Bruder. Ich hab dir gesagt, Bruder, sag, dass du das an einem anderen Tag gemacht hast. Was hab ich gesagt? Ja, hast du gesagt. Aber ist so, okay, aber man merkt doch, dass es am Tag ist. Also, er wird das merken, dass nein, das abgesehen ist so, darf ich dann sagen, dass ich das mit dir gemacht habe? So, ja. Sag, Wallah, hast du nicht gesagt? Wallah, hab ich, Wallah. Ich hab dir gesagt, du hast mir gesagt. Ich hab dich gefragt, ist das okay, wenn ich ja sage, dass du das auch mit mir gewesen warst? Was ist das für Deutsch? Weißt du, dass wir das zusammen gemacht haben. Du so, ja, tamam. Okay, Bruder, Khalas, guck mal, Bruder. Okay. Wir beide machen etwas. Du fragst mich, Bruder, im Allerschlimmsten. Ach, Hammer, das geht um einen Stuhl an. Ja, okay, lass uns das mal klären. Ja, und das ist ja das Schlimmste. Es geht nur um einen Stuhl. Er wirft einen Stuhl da rein. BZ sagt, Wallah, Bruder, was machst du hier? Warum fängst du damit wieder an, ne? Weißt du, er direkt sagt, Skandal war das doch auch. Erster Satz. Ich guck den an. Ich so, was? Und jetzt noch schlimmer. Ich mach gerade irgendwie Wasser oder so, ne? Erzähl mal diese Story. Chanel, ich mach Chanel nass, ne? Die Kommission. So, Kenan. Auf einmal, er sagt direkt, Skandal war das. Ey, Bruder, ich sag dir, ja, ich war doch abgefuckt, Bruder. Nein, aber du bist ein Zinker, Bruder. Ja, du machst das nicht. Warte, ich schwöre auf Koran. Wallah, guck mal, für so Steinigkeiten, tamam. Ich hab keinen Bock, Bruder, ich hab keinen Bock auf Kopfschmerzen. Ich hab keine Bock. Aber wenn es um ernste Sachen geht, warte, wenn es um ernste Sachen geht, ich bin der Größte. Ich bin der Letzte, Wallah, ich von allen, wenn ich der Letzte der Zinken wäre. Und du wärst bei allem dabei? Bei Allah, ich wär bei alles dabei. Heute gehen wir Lost Place zu zweit. Ach, was hat das damit jetzt zu tun? Bist du behindert? Tamam. Doch, du musst in seinen Rücken stecken. Guck mal, buchstabieren wir mal diese Wörter. Auf Ernst. Und danach sag ich dir, ob du mit mir dabei bist oder nicht. Sag mal I. I. Oder nehmen wir. Fangen wir mit J an. Ja, J. I. I. N. 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 Was hast du gerade buchstabiert? Was hast du aber gesagt? Ich hab I nicht N gesagt. Ich hab nur J nie gesagt. Hab ich nicht. Sag Wallah, du hast kein N gesagt. Habt ihr. Sag Wallah, hab ich gesagt. Wallah hast du aber gesagt. Dann hab ich gesagt, aber nicht einmal N. Ja, reicht doch, du hast ja trotzdem Jim gesagt. Guck mal, du erwähnt das zuvor. Ey, hör doch damit. Ich glaube, wenn ich komme, haben wir erwähnt. Du hast das so erwähnt. Du hast doch gerade Jim gesagt. Das macht Spaß, eines Tages werden alle sterben. Welche Zimmer bist du? Welche Zimmer bist du? 307, komm vorbei. 307? Ja. Ich glaube, du bist in einer ganz anderen Villa, Prahler. Also heftige Aufnahme von dir, ne? Boah, hast du deine Performance war heftig, Alter. Ja, Mann. Wir auch an der Reihe. Emre, komm mal kurz hierher. Warum schmeißt du meinen Bruder Vitor raus? Das haben wir hier kurz besprochen. Warum schmeißt du so raus? Live vor Kamera. Wir stellen uns jetzt alle entgegen. Jetzt ist das Ding Urteil, Bruder. Jetzt ist vorbei. Jetzt Interview mit mir. Geh, schließ um. Warum du machst das? Sag mir. Ist gute Bracca, Nico. Ich weiß, Bruder. Ist gute Bracca, Nico. Hoffentlich nicht, aber vielleicht tut sich das auch irgendwann noch. Komm mal, hier ist ein Bier. Ich hab ja geredet. Ja, aber? Wir sind hier keine Burg. Na? Sollte der Tag kommen, an dem ich diese Villa verlasse, dann nehme ich Emre mit in diese Burg. Mit Razer haben wir einen perfekten Partner gefunden, der uns mit den perfekten Laptops ausstattet für die Arbeit, die wir hier bewältigen müssen. Ja. Und den nächsten Satz. Ich fühle mich gerade wie bei QVC. Und danach gibst du mir was zu essen aus, weil ich habe langsam Hunger. Nee, das mache ich. Guck mal, ich tue jetzt diese da rein. Na, hier. Wenn du die da reingetan hast, koch mir mal bitte was zu essen, weil reicht jetzt mit dieser Kooperation. Ich möchte langsam essen. Ja, tu das genau da rein. Ja. Tu so, als wenn du was cuttest. Du ziehst das die ganze Zeit noch. Bari und ich bringen den neuesten Style nach Deutschland. Sowas hat Deutschland noch nie gehört. Davon bin ich überzeugt. In unserer Musik sind pure Emotionen mit drin. Wir erzählen von etwas, was wir beobachtet haben, was wir uns denken. Wenn du nachts alleine in deinem Zimmer bist oder mit deinem Auto fährst,
Es ist so, nicht 1 Uhr, 0 Uhr, 2 Uhr 30, 3 Uhr, nachts. Was ist das hier, ein Verband am Mann? Walla, wenn mich jemand sieht, der denkt, ich habe Bein gebrochen. Ja, Walla, ich hab gerade immer. Auf jeden Fall 3 Uhr nachts. Dann machst du einfach mal, Marovetsch, mach mal von dir an. Um 2, 3 Uhr nachts. Bari, sorry. Narben. Oder du drückst auf Play und hörst Blocktherapie. So einfach. Und jetzt kommen die neuen Hits, deswegen bin ich gespannt. Wird auf jeden Fall geil. So, wir gehen ohne Lebensmittelvergiftung raus, aber auch mit leerem Magen. Wir haben nichts gefunden. Es geht zu Mc's. Ab zu McDonald's. Sind in der McDonald's? Ja, ja. Vertrau mir. Ich vertrau dir gar nicht, aber ja. Ja, morgen. Hier sieht es viel stylischer aus, ne? Ja, Bruder. Du bist schwer in die Villa gekommen. Oh, wenn wir jetzt anfangen, hier dreckig zu werden, werde ich hier ganz schmutzig. Eigentlich hätte Fassé kommen müssen für dich. Bruder, wenn du das noch einmal sagst. Boah. Bruder, wenn du das noch einmal sagst, werde ich ganz links. Gibt es Feuer hier? Morgen der disst dich. Und morgen ist mein Rennen. Du hast eh schon Neon BZ Chai mit meinem Hink gebracht. Ja, dann ist Sandro gekommen, hat sich eine Flasche gesetzt und wir beide haben darauf reagiert. Wer Rap-Battle gesehen hat gegen mich und Skandal. Nicht. Gegen mich und Skandal. Gegen Skandal, der weiß auch schon. Ich bin zu oft mit Kennern chillen. Ja, ne? Achso, oh. Ja, ne? Oder weißt du, was das Witzige ist? Ich bin mit 2 Feuerzeugen aus Deutschland gekommen. Am ersten Bitte Tag, auf, warte. Am ersten Tag hatte ich 5. Am zweiten Tag hatte ich genau nur noch 2 wieder. Am dritten Tag hatte ich gar keins mehr. Heute habe ich genau dieses noch. Bruder, aber das sind immer andere Feuerzeuge. Ich sag dir ehrlich, ich bin mit 15 Unterhosen, 15 T-Shirts, 10, 2, 3, 4 Hosen, oder diese Tasche, dies, das. Ich glaube, Hälfte ist weg. Oder gib dir den Film. Am ersten Tag war mein Case weg, aber meine beiden Kopfhörer lagen da. Boah, das ist komisch. Am nächsten Tag waren meine Kopfhörer weg. Und jetzt nach 5 oder 6 Tagen kam meine Kopfhörer wieder, mein Case, aber nur noch mit einem Kopfhörer. Deswegen, ich habe die da gelassen in der Hoffnung, dass vielleicht der Typ so korrekt ist. Vielleicht genau diese Tour. Das genau in dieser Tour ist. Weißt du, was bei uns war? Ja. Bruder, wir haben eingekauft, ne? Wir hatten so dieses Aqua, dieses blaue Getränk, was so voll lecker ist, dieses ISO-mäßige. Mhm. Und Cola, aber 2 Paletten. Mhm. Bruder, wir haben das gekauft, ich glaube gegen 16 Uhr. Wallah, gegen Abend war alles weg. Irgendeiner klaut hier. Wallah. Bruder, das sind über 60 Dosen oder so, die waren weg. Oder noch krasser, hör zu. Wir waren an Tankstelle um 23 Uhr. Ich hol 20 Liter Wasser, diese Kanister. 20 Liter. Wallah, nächsten Morgen alles ausgetrunken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Spaß beiseite, Bruder. Wallah, ich bin nicht aufgeregt, ich war aufgeregt, ne? Je weiter ich komme, Bruder, desto mehr geht meine Nervosität weg, um ehrlich zu sein. Aber Wallah, ich bin ein Junge mit einem großen Traum. Ich habe 4-5 Jahre in meinen Keller Haare geschnitten, ich habe kein Geld genommen. Bis die Ersten gesagt haben, ey Bruder, du musst Geld nehmen, dann habe ich einen 5er genommen, Bruder. Aus einem 5er wurde 7, aus 7 wurden 10. Bruder, ich bin durch die ganze Stadt mit Bus gefahren, mit einer MCM-Bag. 4-5 Jahre, ich schwöre auf meine Mutter, keiner hat an mich geglaubt. Meine eigenen Freunde haben gelacht, Bruder. Angebliche Freunde haben gelacht und haben gesagt, so. Kennst du, ich rede gerade, als wäre ich Michael Jackson, aber... Bruder, es war nicht leicht hier zu kommen. Ich schwöre, ich habe gekämpft. Ich bin stolz auf mich. Ich will nach Hause kommen, meine Mutter und mein Vater erzählen, ey, so. Auch wenn mein Vater sagt, ja, wussig, mach mal Ausbildung zu Ende, ja, Maniac. Aber nein. Bruder, Wallah, meine Mutter steht wie eine süße Frau hinter mir, ich schwöre. Meine älteren Brüder, mein allergroßer Bruder, mein Schatz, der ist mein Vorbild. Ich tick auch genau wie der, Bruder. Ich imitiere ihm nach, Bruder, aber aus Reflex, Bruder, weil ich ihn feier. Und an meine engen Brüder, die an mich geglaubt haben. Ich grüße euch alle. Wallah, fühlt euch gedrückt. Jetzt habe ich meinen eigenen Raum, wo ich Haare schneide. Ich nehme natürlich kein Geld, Finanzamt, ne? Wir machen das alles aus Spaß. Wir nehmen kein Geld und schneiden nicht Haare. Das Ojar, kleinen Paper, pust den Dummen aus dem Dach. In die Welt, ich hab gesehen, was diese Dunja aus mir macht. In dieser Dunja bete ich jeden Tag, doch hab ich jetzt gebunkert. Ja. Ich nehm dich mit auf einen Trip, komm, ich hol dich ab.